Kapitel 16. Die Schlacht gegen den Weltenrichter. Die Determination. Den Rest der Besprechung hörte ich überhaupt nicht zu. Meine Gedanken kreisten sich nur um diese eine Sache. Ich würde an der Front kämpfen, gegen eine Macht, die Welten zerbersten lassen kann. Was mir daran am meisten Angst machte, war die alte Sorge von mir. Die Front, der riskanteste Platz. Der Platz, den das Schicksal für jemanden wählt, der ist, um zu verschwinden. Nach einer Weile schien alles ausdiskutiert zu sein und Günther stand auf. Also, wir haben lang genug auf diesen Moment gewartet. Seid ihr alle bereit? Können wir in den Kampf ziehen? Ich hätte am liebsten mit Nein geantwortet, doch ich wusste, es würde sich nicht ändern. Für den Kampf, der mir bevorstand, würde ich nie bereit sein, egal wie lange ich warten würde. Somit machten wir uns ein letztes Mal auf. Ein letztes Mal in diesem Abenteuer wanderten wir als Gruppe in Richtung des letzten Feindes. Ich muss während unserer Wanderung so schrecklich ausgesehen haben, wie ich mich gefühlt habe, denn es dauerte nicht lange, bis Ivy mich darauf ansprach. Machst dir Sorgen, oder? Ich nickte nur. Das musst du nicht. Günther hat bisher alles prima geplant. Warum sollte jetzt etwas schiefgehen? Ich überlegte kurz, ob ich mit ihr darüber reden wollte, erinnerte mich aber schließlich daran, wie gut es letztes Mal für mich gewesen war. Naja, es könnte einiges schiefgehen. Ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass das Schicksal will, dass ich am Ende unseres Abenteuers verschwinde. Und nun ja, die vordere Front ist ein guter Ort für einen Unfall. Ivy sah mich entgeistert an und Scheinux mischte sich ins Gespräch ein. Du bist nicht alleine da vorne, vergiss das nicht. Ich hab dir versprochen, alles dafür zu tun, dass du bleiben kannst. Und ich bin niemand, der seine Versprechen bricht in diesem Leben. Außerdem ist auch Günther dort. Auch wenn ihr in unserer gemeinsamen Zeit nie die besten Freunde geworden seid, er wird dich auch unterstützen, da bin ich mir sicher. Ich wollte gerade noch etwas sagen, da stoppte Günther uns wieder. Wir sind gleich da. Ich spüre die Macht genau. Die Determination ist nur noch wenige Minuten entfernt. Seid ihr alle bereit? Er rechnete offensichtlich mit positiven Antworten, denn er wirkte ziemlich überrascht von meiner Reaktion. Nein. Was? Wie bitte? Willst du jetzt etwas schlapp machen? Wir stehen schon so kurz davor jetzt. Ich werde kämpfen, keine Angst. Aber kann ich bitte vorher noch einmal mit meinen Freunden reden? Allen aus meiner Welt? Er wirkte etwas genervt, war aber einverstanden. Er ging zusammen mit seinen alten Teammitgliedern schon ein paar Meter weiter, während meine besten Freunde noch mit mir zurückblieben. Einen Moment lang sagte keiner etwas. Die Zeit kommt wohl so langsam nicht. Wieder kehrte Stille ein. Ich dachte noch einmal über alles nach, was ich sagen wollte. Dann durchbrach ich die Stille. Also, ich sagte ja, ich wollte noch einmal mit euch reden. Wir haben inzwischen einiges als Team hinter uns, nicht? Für mich und Scheinux schon das meiste. Und ich wollte euch noch einmal danken. Egal, was jetzt gleich passiert, dieses Abenteuer hat wirklich einen Riesenspaß gemacht. Wenn ich darüber nachdenke, was ich zuvor in meinem Leben alles erlebt hatte, dieses Abenteuer hatte seine Höhen und Tiefen. Und wir alle haben viel durchgemacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat diese Reise definitiv geprägt und verändert. Egal, wie es nun enden wird, ich werde euch ewig dankbar sein. Wieder kehrte Stille ein. Aber müssten wir nicht eigentlich dankbar sein? Ihr beide habt euer ruhiges Leben für diese Reise aufgeben und uns somit geholfen. Ich meine, wir alle drei haben keine sonderlich schöne Zeit gehabt, nicht? Zu meiner Überraschung wechselte Chillas das Thema sofort. Sei ehrlich, Bulbi. Du wolltest noch einmal wegen deinem theoretischen Verschwinden mit uns reden, nicht? Mein Gesichtsausdruck muss alles verraten haben. Dachte ich's mir doch. Es ist offensichtlich nicht einfach, dir wirklich Mut zu machen. Aber wie auch, wenn wir selber nicht wissen, was geschehen wird. Aber wir können dir versprechen, dir beizustehen. Wir werden den Kampf einfach gewinnen und dann kehren wir wohl zurück. Er schien auf einmal viel trauriger. Ich wusste auch weshalb. Deswegen nutzte ich die Gelegenheit, um meinen Freunden zum ersten Mal von meiner Idee zu erzählen. Ihr wollt nicht wieder zurück in eure Heimaten, nicht? Da hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Also, was würdet ihr davon halten? Jetzt egal, was mit mir passiert, sobald die Schlacht gewonnen ist. Würdet ihr vielleicht der Gilde beitreten wollen? Ich bin mir sicher, sie würden euch dort mit Freuden aufnehmen und ihr könntet aus eurem Alltag entfliehen.
Die anderen schienen einen Moment nachzudenken. Und wir wären dort wirklich alle willkommen, auch ich mit meinem Problem. Das wäre kein Problem. Sie würden versuchen, dir zu helfen, so wie wir. Chillas, dich würden sie sowieso alle gerne wiedersehen. Und bei dir spricht ja auch nichts dagegen, Seemops. Also ich wäre dabei. Alles ist besser, als wieder in die Eiswüste zurückzukehren. Ich auch. Ich hab ja sowieso nicht wirklich was anderes zu tun. Der Wald ist jetzt, wo der rote Juwel erstmal in Sicherheit ist, auch nicht mehr bedroht. Und ich würde schon gern meine alten Freunde wiedersehen. Denkt ihr etwa, ich bleib zurück? Ich bin froh, wenn ich endlich nicht mehr alleine sein muss. Und somit war es beschlossen. Für einen Moment vergaß ich all meine Sorgen und freute mich einfach nur. Na dann ist es wohl entschieden. Wir gehen jetzt weiter, beleben diese Welt wieder und reisen dann alle zusammen zur Gilde zurück. All meine neuen Freunde freuten sich mit mir. Nur Shinux nicht. Er wirkte bedrückt. Ich dachte, vermutlich machte er sich Gedanken, da ich ihnen allen nun eine tolle Zukunft versprochen hatte. Ohne jegliche Gewissheit, ob ich überhaupt ein Teil davon sein würde. Und dieser Gedanke machte mir Angst. Eine Angst, die mich vor Beginn dieses Abenteuers dazu gebracht hätte, in einer derartigen Situation aufzugeben. Doch meine Freunde gaben mir Mut. Und mit diesem frischen Mut ging es los. In unsere letzte, schicksalhafte Schlacht, die uns auf dieser Reise noch bevorstand. Wir zogen weiter, immer noch mit Günther an der Spitze unserer Gruppe. Anders als sonst hielt mich und Shinux uns dieses Mal jedoch direkt hinter ihm auf und nicht am hinteren Ende des Teams. Wir wollten keine unnötige Zeit mit Formatieren verschwenden. Nach gerade mal 2 Minuten stoppte Günther. Etwa 100 Meter vor uns stand ein Wesen. Es sah genauso aus wie Günther, nur strahlte es etwas aus. Etwas Bedrohliches, Zerstörerisches. Du bist wirklich wiedergekehrt! Das Wesen sprach offensichtlich mit Günther. Ja, das bin ich. So wie ich es dir angekündigt hatte. Du hättest mich nicht einfach laufen lassen sollen. Jetzt ist es für dich jedoch zu spät, diesen Fehler zu beheben. Ich denke, du wirst nicht einfach aufgeben, sehe ich das richtig? Ein seltsames Geräusch im Flur der Determination. Etwas, das vermutlich in einer anderen Welt ein Lachen sein sollte. Warum sollte ich auch? Du weißt selber, dass ich euch alle mit einem einzigen Angriff beseitigen kann. Es war närrisch von euch zu kommen. Ohne Vorwarnung machte die Essenz eine Handbewegung und stieß eine Art Schockwellen aus. Günther hatte uns bereits von dieser Technik erzählt, doch er hatte behauptet, wir müssen uns keine Sorgen darum machen. Nun war erst der Moment gekommen, in dem mir auffiel, dass es besser gewesen wäre, ihn zu fragen, warum wir es nicht müssten. Doch er reagierte tatsächlich ähnlich entspannt wie unser Gegenüber. Seine einzige Aktion war es, seine Hand zu heben. Die Hand, an der sein Band, der dunkle Stern, befestigt war. Kaum erreichten die Wellen ihn, prallten sie gegen eine Art Barriere. Was? Wenn du uns besiegen willst, helfen dir deine schmutzigen Tricks nicht weiter. Kämpfe wie ein Pokémon, auch wenn du keins bist und nie eins sein wirst. Die Determination brachte den Körper des vermeintlichen Günther vor uns zum Schweben. Ich bin ein Pokémon. Ich bin ein Gott. Ich bin der Weltenrichter. Ich wurde erschaffen und zu diesem Körper geführt. Ich bin der Host dieses Pokémon. Ich bin dieses Pokémon. Und trotzdem bin ich so viel stärker als ihr. Wenn ihr wirklich glaubt, mich dieses Mal besiegen zu können, weil ihr euch Kinder auf eure Seite geholt habt, dann täuscht ihr euch. Mit diesen Worten läutete der Weltenrichter die Schlacht ein. Kaum hatte der Kampf begonnen, hatten sich alle auf ihre von Günther geplanten Positionen begeben. Das erste Lichtschild, um feindliche Angriffe zu schwächen, stand bereits. Während unserer Schlacht merkte ich einerseits, weshalb Günther uns an die Front gestellt hatte und andererseits, dass die Determination recht behalten hatte. Sie war zu einem Kanimani geworden. Deswegen waren meine Pflanzen- und Shinux-Elektroangriffe auch sehr stark. Und das war gerade eine pure Übertreibung.
Sie waren etwas weniger nutzlos, würde den Nagel besser auf den Kopf treffen. Sämtliche Angriffe, die uns die Determination ohne ihre Schockwellen entgegensetzen konnte, waren Angriffe aus dem Moveset eines normalen Kanimani. Bloß deutlich stärker. Günther selber nutzte den Vorteil, dass sein Angriffsset komplett anders war als das eines normalen Pokémon. Seine Techniken waren noch viel verrückter, als ich mir hätte ausmalen können. Seine Angriffe wirkten beinahe irreal und arbeiteten vor allem mit Schatten. Ich fragte mich, ob dies die wahre Macht des dunklen Sternes war. Ich und Shinux gaben ebenfalls alles, was wir hatten. Und trotz all meinen Befürchtungen war unsere Rolle an der Spitze deutlich weniger riskant, als ich erwartet hatte. Die meisten Angriffe des Feindes waren auf Günther gerichtet. Vermutlich dachte die Determination, dass sie, wenn er besiegt wäre, wieder auf ihre Wellen zurückgreifen konnte. Oder es nicht mehr benötigen würde, da der Rest von uns so schwach war. Ivy arbeitete etwas gegen Günthers Plan, da sie, während ihre Lichtschilde und sonstigen Unterstützungen noch wirkten, immer einiges an Zeit hatte. Diese nutzte sie selber in der Offensive, neben all den anderen, die sich passiver als wir verhielten. Die wenigen Angriffe, die die Determination tatsächlich auf mich und Shinux schoss, schienen nicht sonderlich stark und ich hatte den Eindruck, dass sie damit nur sagen wollte, lasst mich in Ruhe, ihr interessiert mich nicht. Aber uns war es egal, ob die Determination sich für uns interessierte. Was auch für meine Theorie sprach, war unsere gesamte Reise gewesen, die wir bestanden hatten. Bis wir in dieser Welt ankamen, schien der Determination gefühlt egal gewesen zu sein, was wir überhaupt taten. Alles, was sie getan hatte, war Groudon von uns zu berichten. Der Kampf ging eine Weile weiter. Die Verletzungen, die uns zugefügt wurden, heilte Ivy so schnell sie konnte. Und Günther ließ kein bisschen nach. Auf einmal hörte die Determination auf, sich zu bewegen. Nur für eine Sekunde. Danach schwebte sie in die Höhe. Ihr rotes Leuchten schien für einen Moment zu verschwinden. Diese Schlacht ist noch nicht vorbei, doch der Krieg ist beinahe gewonnen. Bleibt auf eurem Pfad und stellt euch euren Feinden. Stoppt den dunklen Gott. Haltet den Herr von Raum und Zeit auf. Besiegte. Auf einmal verstummte sie. Die Stimme, die wir gehört hatten, war nicht die der Determination gewesen. Das war uns allen bewusst. Was war das? Habe ich zu wenig Macht? Unmöglich, ich werde die Kontrolle niemals verlieren. Lord Ecke wirkte überrascht. Diese Stimme gerade, sie klang genauso wie du, Günther. Dieser wirkte sehr zurückhaltend. Das ist schön für die Stimme. Die Determination schwebte immer noch vor uns und sah etwas verwirrt aus. Dann stieß sie wieder ihr keuchendes Lachen aus. Ach warte, sie wissen es gar nicht. Das hätte ich mir auch denken können. Wir waren alle verwirrt. Wie, was wissen wir nicht? Was meinst du? Erneut das Gelächter. Ihr Narren, ihr armen, ahnungslosen Narren. Habt ihr nicht bemerkt, dass ihr die ganze Zeit angelogen wurdet? Vom Anfang bis zum Ende? Ich sah zu Günther. Er wirkte zittrig. Vor Wut. Was ist denn auf einmal mit dir los? Willst du deinen tollen Freunden denn nicht selbst die Wahrheit sagen, bevor... Sei ruhig! Die Determination verstummte. Wir wissen beide, weshalb ich handle, wie ich handle. Ich habe genug von dir. Ich habe gehofft, vielleicht ohne dieses Opfer aus dem Kampf zu kommen. Aber wenn du darauf bestehst, hier endet deine Herrschaft. Als Günther das Wort Opfer aussprach, zuckte ich schon zurück, da ich kurz wirklich Angst hatte, er würde der Grund für mein Verschwinden werden. Doch es war glücklicherweise zu Unrecht. Sein Opfer war ein kleineres. Oder vielleicht ein größeres? Bevor die Determination die Gelegenheit hatte zu reagieren, nahm Günther den dunklen Stern von seiner Hand. Dunkler Stern, dies ist mein letzter Befehl. Nimm die Macht, die du mir gegeben hast. Entfalte deine Gewalt. Beende unsere Schlacht. Bevor noch irgendjemand reagieren konnte, schwebte der Stern in der Luft. Er sog Schatten aus Günthers Körper und sammelte sie. Ich bemerkte, dass mit ihm irgendetwas geschah. Der Stern, der nun all seine Macht besaß, löste sich auf und fuhr wie eine Klinge in den Körper der Determination. Einen Moment war es still. Günthers Erscheinungsbild änderte sich, als das Kanimani vor uns blutend auf dem Boden kniete. Du hast es wirklich geschafft? Schande über mich! Aber...
Wenn ich diese Welt nicht haben kann, dann soll sie keiner haben. Mit meiner letzten Macht, Meister, Erschaffer, ich überlasse dir den Platz. Mit diesen Worten verschwand die Determination ins Nichts. Zusammen mit Günther, dessen Körper sie besessen hatte. Der Fokus unseres Teams änderte sich nun. Nun lag er auf dem Punkt, an dem bis gerade eben noch Günther gestanden hatte. Nun schwebte dort ein Schatten. Ein Schatten mit hellblau glühenden Augen. Lord Ecke wurde total wütend. Was zur Darkrai? Was hat das alles zu bedeuten? Als er den Namen aussprach, schossen mir Erinnerungen durch den Kopf. Günthers Verhalten bei unserer ersten Begegnung. Seine allgemeine Unfreundlichkeit. Die Begegnung mit den Wächtern. Er musste ihnen sein wahres Selbst gezeigt haben. Unauffällig, sodass nur die beiden Wesen es verstanden hatten. Von Anfang an war nie Günther der Überlebende gewesen. Derjenige, der all dies geplant hatte, der alles wusste, was nötig war. Es war Darkrai gewesen, der König der Albträume. Nun waren auch einige aus unseren Reihen wütend. Du hast uns die ganze Zeit angelogen? Was soll das denn? Jetzt seid alle ruhig. Was wollt ihr von mir? Euch beschweren, dass ich eure Welt gerettet habe. Hättet ihr mir etwa vertraut, wenn ich als ich selber aufgetaucht wäre? Sofort verstummten sie alle. Wir alle wussten, er hatte recht. Keiner von uns hätte Darkrai vertraut. Doch so wie er es getan hatte, hatte er diese Welt gerettet. Nur Lord Ecke war nicht zufrieden. Und war es mit Günther, dem Echten? Der ist gerade aus Raum und Zeit entschwunden. Zusammen mit der Determination. Ich bemerkte, dass sich hinter mir etwas tat. Etwas materialisierte sich. Willst du damit sagen, dass er weg ist? Du hast ihn umgebracht. Die Determination hatte alles gesagt. Sie war ein Teil von ihm geworden. Sein Leben hieß das Leben der Determination. Dieses Opfer musste gebracht werden. Etwas erschien an der Stelle, an der die Determination verschwunden war. Leute, sie ignoriert mich. Du lügst doch. Du wolltest doch nur Günther loswerden. Nein, verdammt nochmal. Ich wollte diese Welt retten, ob es dir passt oder nicht. In diesem Abenteuer war ich ein Held und kein Feind. Das, was erschien, nahm langsam Form an. Du wirst nie ein Held sein. Du hast die Welt doch nur aus Egoismus gerettet. Wolltest du angeben, weil du überlebt hast, weil du eine Maschine hattest, die dich beinahe unsterblich macht. Der dunkle Stern macht niemanden unsterblich und... egal, das ist nicht das Thema. Du solltest mir danken. Ich habe dich gerettet. Ohne mich wärt ihr alle jetzt nicht hier. Ohne... Leute! Sie verstummten und sahen zu mir. Und somit sahen sie alle nun endlich auch, was ich schon lange gesehen hatte. Ein Floink. Ein dunkles Floink. Eines, aus dem die Schatten loderten. Fortsetzung folgt.